Für 1,3 Millionen Fahrgäste heißt es heute, bitte warten bzw. bitte nicht einsteigen. Es wird in ganz Österreich gestreikt. Chris Lohner, die Stimme der ÖBB, sagt es gerade durch. Und dadurch sind die Züge in ganz Österreich stillstehend. So auch beim Wiener Hauptbahnhof am heutigen Tag. Da gibt es überall gelbe Hinweisschilder, die machen darauf aufmerksam, dass am heutigen Tag gestreikt wird. Und das bedeutet, man muss anderweitig schauen, wie man zu seiner Destination tatsächlich auch kommt. Wie sieht das Ganze rechtlich aus? Arbeitnehmer sind grundsätzlich verpflichtet, am Arbeitsplatz zu erscheinen. Es ist schlichtweg nicht möglich und es gibt nur einen Zug. Es ist kein Lebensabschnittspartner vorhanden und auch nicht die Möglichkeit, eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte ist das Ganze anders. Die können sich am heutigen Tag entschuldigen und ansonsten wird das immer auch eine Einzelfallentscheidung sein. Ja, die Erwartungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite, die liegen doch weit auseinander. 8,44% auf der einen Seite, die angeboten werden, eine Forderung von rund 11 bis 12%, das sind 400 Euro mehr, auf der anderen Seite, auf Seite der Gewerkschaft. Wir alle sind gespannt, wie der heutige Streiktag noch verlaufen wird. Hier beim größten Bahnhof Österreichs ist auf alle Fälle relativ wenig los und sollte sich der ein oder andere Fahrgast doch hierher verirren, dann kann er mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ÖBB plaudern. Da gibt es einige Menschen, die heute auch natürlich hier vor Ort sind, die dann darüber Auskunft geben, was man allenfalls machen kann. In Wien gibt es ja immerhin noch die Möglichkeit, auf die U-Bahn oder auch auf die Busse umzusteigen. Ja, es liegt jetzt auf der Seite der Arbeitgeber, hier noch einmal in Verhandlungen zu treten. Die Gewerkschaft war immer verhandlungsbereit. Wir sind auch von der ursprünglichen Forderung 500 Euro auf die KV und die Istlöhne schon 20% heruntergegangen auf 400 Euro. Das ist für uns die Schmerzgrenze, auch im Hinblick auf die Teuerung. Jetzt liegt es an den Arbeitgebern, erstmalig, wie mir vorkommt, das zu rechnen bzw. auch diesen Forderungen näher zu treten. Weil das, was bis jetzt von Arbeitgeberseite gekommen ist, ist ja eigentlich Frechheit, wenn man so bezeichnet. Wie wird denn der heutige Tag auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer Sektion sozusagen aufgenommen? Was waren denn da am heutigen Morgen, was waren denn da die Forderungen und was war hier auch von den Menschen zu hören? Naja, die Eisenbahner und da speziell die Jungen stehen voll hinter den Kampfmaßnahmen, weil die auch am stärksten von der Teuerung betroffen sind und auch die entsprechenden Teuerungsausgleich, wenn man so bezeichnen will, also die Steigerung der Löhne einfach einfordern. Das ist auch ein Auftrag an die Gewerkschaft, an das Verhandlungsteam, in diesem Punkt hart zu bleiben, beziehungsweise auch diese Forderungen entsprechend durchzusetzen. Das hat die andere Seite ja gesagt, die Arbeitgeberseite, man könnte eine Einmalzahlung leisten, eine Prämienzahlung, aber das wird nicht so gut angenommen. Warum? Einmalzahlungen, wie der Name schon sagt, sind einmalig wirksam. Einmalzahlungen können nur on top im Endeffekt etwas bringen, beziehungsweise werden von uns akzeptiert. Es sind ja die laufenden Kosten, die explodiert sind und das muss sich auch im Gehalt und in den Löhnen widerspiegeln. Jetzt ist es ja so, dass heute fast alle Züge in Österreich davon betroffen sind und natürlich sehr viele Fahrgäste heute auch nicht fahren können, umsteigen müssen. Manche von denen zeigen natürlich Verständnis, andere natürlich nicht. Was sagen Sie dazu? Es tut uns auch leid durch diese Erschwernis, aber ist nicht von uns verursacht oder von der Gewerkschaft verursacht, sondern durch das eigentlich Missachten oder minder Wertschätzen der Arbeitgeberseite verursacht. Glauben Sie, wird es in naher Hinkunft, wenn es keine Einigung gibt, zu weiteren oder auch zu längeren Streiks geben, dass das ein paar Tage sind oder gar eine Woche? Ist nicht so auszuschließen. Also wenn sich die Arbeitgeberseite nicht bewegt, dann kann man das nicht ausschließen.
Ja, warum machen wir mit? Das ist eine klare Sache. Wir wollen einfach im Grundgehalt, Kollektivvertrag, sind wir sehr niedrig. Also die Mitarbeiter können eigentlich nicht mehr richtig leben. Und darum machen wir mit. Und wir erwarten uns, dass wir halt auf die 400, was die Forderungen sind, das würde dann genau das Ziel erreichen. Wir wollen auf 2.000 Euro KV Grundgehalt kommen. Das ist noch immer nicht viel. Und darum auch die Solidarität mit den 400 Euro durch alle durch. Das ist eine Forderung, legitim, und ich denke, ist umzusetzen. Jetzt ist es ja so, wir haben es auch von Herrn Taucher gehört, dass die Wirtschaftskammer hier nicht wirklich entgegenkommt. Man sagt, es soll doch deutlich weniger sein. Am Sonntag sind die Verhandlungen noch abgebrochen worden. Rechnen Sie damit, dass es nach dem heutigen Tag zurück an den Verhandlungstisch kommen wird und dass es hier auch ein Zugehen von der anderen Seite geben wird? Ja, ich denke, man wird einmal die Reaktion abwarten müssen, was heute alles passiert. Wir merken den großen Zuspruch. Die Mitarbeiter wollen weiter streiken. Also das ist gar nicht so, nein, nicht nur 24 Stunden weitergehen. Ja, ich denke schon, dass sie nachdenken werden und das Angebot, was bis jetzt immer war, sind immer die berühmten um 200 Euro Drehsätze. Da gibt es keine Bewegung. Und das wird immer umgeschichtet. Wir wollen das Geld KV drauf. Wir wollen es ab Dezember, wir wollten es früher haben. Das ist nicht zustande gekommen, darum auch diese Reaktion. Jetzt wird ja von der anderen Seite immer wieder vorgebracht, naja, es könnte eine Prämienzahlung geben, aber man hat eigentlich unisono auch in anderen KV-Verhandlungen immer wieder von der Arbeit, von der Gewerkschaft gehört. Das will man nicht, das ist nur ein kurzzeitiges Abspeisen und würde dann schlussendlich nicht viel bringen. Ja. Sehen Sie das auch so? Ja, das sehen wir genauso. Wir wollen nicht die Prämien oder was, das kann das Zucker irgendwo dazukommen, weil es eine schwierige Situation ist. Aber wir wollen eigentlich am Grundgehalt mehr, wir wollen weg von Überzahlungen. Das ist teilweise, wo es halt ganz notwendig ist. Und wir haben ein Problem, dass wir einfach Mitarbeiter brauchen. Und es hilft nichts, wenn man die schönsten Züge hat und die Gäste und die grüne Welle und so weiter. Wir wollen wirklich die Menschen mit Zug befördern und die Züge sind voll. Aber wir haben einfach die Mitarbeiter nicht, die was genug verdienen, dass sie leben können. Und das ist der Punkt. Dass man vielleicht den Job auch attraktiv macht, um junge Kolleginnen und Kollegen diesen Beruf auch schmackhaft zu machen wahrscheinlich. Ja, das ist genau der Punkt. Nur bei unserem Job, wenn man es so sagt, ist natürlich, wir haben Nachtarbeit, wir haben Sonntagarbeit, Feiertag und so weiter, bestimmte Nächte nicht zu Hause und dann verdient ein Mitarbeiter 1600 netto. Das ist, und er denkt dann noch, vielleicht bin ich irgendwo in Wien, war irgendwo im Verhandel oder Verkauf und verdiene 100 Euro vielleicht weniger und bin Samstag oder Sonntag zu Hause und so weiter. Da ist der Punkt. Also die Attraktivität ist nicht gegeben und darum haben wir keine Leute. Das ist der Punkt. Wir hören auch im Hintergrund 400 Euro, die müssen her. Was sagen Sie denn zu Fahrgästen, die vielleicht heute sagen, ja, man ist angefressen, jetzt nicht auf die ÖBB oder auf die Mitarbeiter, aber die natürlich dann nur sehr schwer oder gar nicht in die Arbeit kommen? Ja, einmal danke an die Menschen, die was jetzt betrifft, dass sie mit uns auch solidarisch sind. Das ist ein bisschen abgefragt, es ist auch gegeben. Es ist früher angekündigt, man muss so sehen, also ich glaube schon, dass es ist unorganisierbar, ja, es fährt manche irgendwie Straßenbahn und so weiter fort. Man muss vielleicht einmal mit dem Auto wohin fahren noch. Oder ja, wir appellieren wirklich, bitte uns zu unterstützen in die Richtung, dass eben diese ganz kleinen Jobs, die müssen einfach mehr Geld haben, die was nicht mehr leben können. Vielleicht noch ein Wort, ich habe New Reset, oder? New Rest, genau. Was ist das genau für unsere Zuseher, dass die sich auch auskennen? Was machen die? Ja, New Rest ist ein großer Konzern europaweit, weltweit, 54 Ländern. Wir machen hier in Österreich alles, was Nightjet ist, Nachtzüge, Liegewagen, Schlafwagen, Sitzwagen und so weiter, quer durch Europa. Haben über 700 Mitarbeiter. Also es ist eigentlich eine wachsende Branche, neue Züge kommen dazu, neues Wagenmaterial kommt dazu. Also es ist eigentlich wirklich angerichtet. Wir brauchen nur die Top-Mitarbeiter und genau um das geht es da. Das ist auch unsere Forderung. Ich nehme mal auf jeden Fall an, dass die Wirtschaftskammer jetzt sieht, dass uns das ernst ist und unseren Kolleginnen und Kollegen das ernst ist. Es ist nicht einfach zu streiken. Es tut keiner gern. Wir sind dafür da, um Menschen und Güter zu befördern und nicht um zu streiken. Aber wenn wir dazu gezwungen werden, dann stehen wir zusammen. Wie werden Sie jetzt in die nächsten Verhandlungen gehen? Was werden Sie jetzt fordern, dass umgesetzt wird? Heute einmal ist dieser Streik. Wie wird es jetzt dann weitergehen? Schauen Sie, unsere Forderung liegt nach wie vor am Tisch. Wir wollen 400 Euro
mindestens. Das bedeutet für die unteren und mittleren Einkommen, dass sie ein gutes Leben weiterführen können. Die Inflation ist nicht die durchschnittliche Inflation. Die Inflation ist derzeit bei 11 bis 11,5% und die bleibt auch. Das heißt, es hilft uns nichts, wenn wir eine Prozentzahl nehmen, wenn wir im unteren Einkommensbereich am Existenzminimum sind. Warum glauben Sie, ist das so nicht nur hier, sondern auch bei den Kollegen und Kolleginnen im Handel, dass hier das, was die andere Seite vorschlägt, doch deutlich unter dem ist, was beispielsweise die Gewerkschaft möchte? Dass man hier sagt, die Inflation ist zwar sehr hoch, aber dennoch sind die Löhne um einige Prozentpunkte drunter. Also ich habe mal den Satz gehört, keiner wird zurückgelassen. Und so wie es jetzt aussieht, das, was der Handel macht und die Wirtschaftskammer auf dieser Seite macht, ist eine Schweinerei sondergleichen. Sage ich das so, wie es ist. Tatsache ist, wenn keiner zurückgelassen wird, dann dürfen die arbeitenden Menschen in diesem Land auch nicht zurückgelassen werden und haben das zu bekommen, was ihnen zusteht. Woran sind denn die Gespräche am Sonntag gescheitert? Es war immer wieder davon zu hören, dass es von der anderen Seite ein Plus gab, ich glaube von 8 oder 12 Euro dann schlussendlich. Schauen Sie, wir hatten am Sonntag vor einer Woche dasselbe Angebot nur um 8 Euro verändert. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, es war wirklich wie eine Provokation. 4 Stunden haben wir zugewartet, waren wir in getrennten Räumen, damit dann dieser tolle Vorschlag gemacht wird und ein Ultimatum dazu gesetzt wird. Wenn ihr streikt, sind alle Vorschläge von uns vom Tisch. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen denn heute bei diesem österreichweiten Streik mit oder wie viele werden da erwartet? Ich denke, dass der Großteil der Mitarbeiter mitmacht, so wie es ausschaut, ist es super angenommen. Die Leute und die Kolleginnen und Kollegen stehen zu uns und stehen hinter unseren Forderungen. Also ich gehe davon aus, dass 90 bis 95% der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in diesem Land mitmachen. Haben Sie auch Verständnis natürlich für die Fahrgäste, die heute die Reisen nicht antreten können, wo es mitunter mit den Arbeitgebern vielleicht auch zu Komplikationen kommen könnte? Ich habe großes Verständnis dafür und möchte mich auch hier noch einmal dafür entschuldigen. Wir wurden leider von der Wirtschaftskammer dazu gedrängt, kein Eisenbahner und keine Eisenbahnerin streikt gerne. Wir haben einen letzten Streik, einen richtigen Streik 2003 gehabt. Das zeigt allein schon das. Tatsache ist, ich bin selbst Pendler, ich pendle seit über 40 Jahren. Ich weiß, wie unangenehm das ist und möchte mich nochmal dafür entschuldigen. Aber wir wurden wirklich dazu gezwungen aus diesem Grund. Danke für das Verständnis. Es ist auch sehr groß, muss ich dazu sagen. Es kommt sehr viel Feedback, wo die Leute sagen, ja, sie verstehen, warum wir streiken. Und wir hoffen, dass wir das in der nächsten Zeit nicht mehr müssen und die Wirtschaftskammer endlich einmal auf uns zugeht und einen Schritt auf uns macht und dementsprechend unsere Forderung akzeptiert bzw. versteht. Sie sind Pendler. Wie sind Sie heute hierher gekommen? Ich bin Pendler, ich habe aber zugleich auch eine Wohnung in Wien. Meine Frau ist eine Wienerin, ich bin aus dem südlichen Niederösterreich und habe das Glück gehabt, dass ich bei ihr schlafen habe können. Dass sich das dann doch ausgegangen ist. Jetzt weiß man ja, Österreich ist an und für sich kein Land, in dem wahnsinnig viel gestreikt wird, gerade in den letzten Jahren, außer 2003, damals unter Schwarz-Blau. Da gab es doch einige Streiks auch, die durchgeführt wurden. Wir haben hier ein Zitat gesehen, alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm das will. In den 60er Jahren oder in den frühen 60er Jahren, da wurde noch mehr gestreikt. Ist aus Ihrer Sicht davon auszugehen, wenn es zu keiner Einigung weiterkommt, dass weitere Streiks erfolgen werden und hier die Arbeit niedergelegt wird dann natürlich? Natürlich, das ist alles möglich. Ich gehe aber davon aus, dass wir frei nach der österreichischen Sozialpartnerschaft, nach den Gepflogenheiten uns doch am Verhandlungstisch finden. Das hieße auch irgendwo in der Mitte, dass es dann nicht die 10, 12, sondern vielleicht 9% sind oder irgendwo dort? Ich glaube, wir werden jetzt da nicht Gehaltsverhandlungen führen live, das tue ich sicher nicht. Also man kann sich überlegen, wie wir das ausgestalten. Am Ende des Tages muss es natürlich eine Gehaltserhöhung sein, wo die unteren und mittleren Einkommen auch sich ein Leben dementsprechend leisten können. Wie wird es denn heute noch weitergehen? Jetzt einmal haben wir hier die Protestaktion vor Ort. Sind in Wien oder in Österreich noch weitere im Laufe des Tages geplant oder auch in den anderen in den anderen Landeshauptstädten? Ja, die Streiks werden ja flächendeckend durchgeführt. Ich gehe davon aus, dass auch in anderen Landeshauptstädten dementsprechende Aktionen sind. Also das regeln bei uns die Landesvorsitzenden der Gewerkschaften und die werden dementsprechend auch auftreten. Also ich darf das wiederholen, was ich die letzten Tage immer wieder gesagt habe. Es ist ein vollkommenes Unverständnis, alle unsere Fahrgäste in Geiselhaft zu nehmen und zu verhindern, dass die Menschen in die Schule kommen, dass die Menschen zur Arbeit kommen, dass die Menschen ihre Mobilität einbüßen. Das ist für mich als Maßnahme vollkommen überzogen. Insbesondere dann, wenn Sie sich unser Angebot anschauen von durchschnittlich 8,44%. Ich würde jedem empfehlen, zu schauen, wo ist seine eigene prozentuelle Erhöhung und im Vergleich zu dem Angebot der Arbeitgeberseite bei den Eisenbahnen. Und Sie werden sehen, es gibt in Österreich kein besseres Angebot. Und das rechtfertigt bitte nicht einen 24-stündigen Streik.
unfassbar. Sagt der ÖBB-Chef Mathé Ähnliches wie Sie? Er sagt, das ganze Land steht still. Die Gewerkschaft wiederum argumentiert, dass man hier vor allem beim letzten Angebot lediglich ein paar Euro mehr bekommen hätte. Und der Vertreter der Gewerkschaft hat auch gemeint, man hätte hier stundenlang sozusagen gewartet und hätte dann ein Ultimatum bekommen. Wenn gestreikt wird, dann werden alle Forderungen rückgängig gemacht. Stimmt das? Also das ist grundsätzlich richtig, aber nicht im Sinne eines Ultimatums, sondern im Sinne einer Verhinderung des Streiks. Ja, das stimmt. Wir sind in unserem letzten Angebot um einen halben Prozentpunkt raufgegangen auf 8% mit einem Mindestbetrag von 208 Euro. Ja, das mag jetzt in der Differenz wenig wirken, ist aber in der Auswirkung natürlich trotzdem hoch, weil Sie müssen den Sockel darunter ja auch noch mit betrachten. Wir sind bitte bei 8,44% Gesamtindexabgeltung. Die KVer haben 7,44. Wir sind einen Prozentpunkt höher als die Metaller, die in einem Bereich arbeiten, der Gewinne abwirft. Wir leben vom Steuerzahler. Jetzt sagt die Gewerkschaft aber wiederum, man wäre ohnehin schon runtergegangen. Das ursprüngliche Angebot wäre 500 Euro gewesen und man würde jetzt nur unter Anführungsstrichen auf diesen 400 Euro beharren. Unverhältnismäßig bleibt unverhältnismäßig, ob 500 Euro oder 400 Euro. Auch 400 Euro plus Teuerungsbonus, was Sie zum Schluss gefordert haben, gibt wiederum 500 Euro. Ich denke, der Zuseher kennt sich nicht mehr aus. Es ist sehr schwierig für die Menschen, dann noch einmal zu differenzieren. Was sagt der eine, was sagt der andere? Der Wunsch der Bevölkerung ist, bitte einigt euch, lasst uns in Ruhe und gewährt uns unsere Mobilität. Und da haben die Menschen, die die Steuern zahlen, die die Ticketpreise zahlen und die uns letztlich finanzieren, vollkommen recht. Würden Sie sagen, sind die Verhandlungen ein bisschen entgleist? War es abzusehen, dass wir Chris Lohner jetzt hören, die sagt, es wird heute gestreikt? Oder ist das schlussendlich doch etwas gewesen, womit beide Seiten nicht gerechnet hätten ursprünglich? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es entspricht der Dramaturgie der Gewerkschaft. Man hat mir schon bei unserem ersten Termin am 4. Oktober avisiert, dass wenn die Verhandlungen nicht in die Richtung der Gewerkschaft gehen, dann wird es zu Streiks kommen. Das weiß ich seit 4. Oktober. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Man wird ja wieder zurückkehren auf den Verhandlungstisch, an den Verhandlungstisch. Wird man sich dann wahrscheinlich irgendwo in der Mitte einigen oder wie glauben Sie, werden die nächsten Verhandlungen dann stattfinden, gerade jetzt in dieser sehr aufgeheizten Stimmung auch? Wir werden morgen unsere Mitgliedsunternehmen zu einem Termin einladen. Wir werden bei diesem Termin die Verhandlungen noch einmal analysieren und besprechen und schauen, was von unserer Seite noch möglich ist. Wir werden sicherlich auch unser Verhandlungsteam erweitern, um jene Kolleginnen und Kollegen aus anderen Teilbereichen der Branche, also Schienengüterverkehr, privates Unternehmen, aber auch Gastronomie am Zug oder Schlafwagen, um in der Lage zu sein, der Gewerkschaft auch diese Herausforderungen in diesen Bereichen vielleicht nochmal authentischer näher zu bringen. Was dieses Angebot betrifft, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich habe kein Geld mehr. Das heißt, wenn es eine Lösung gibt, muss ich mir Geld besorgen. Woher kann ich mir Geld besorgen? Vom Steuerzahler. Ja, wenn heute, wobei das rechtlich sehr, sehr schwierig ist oder unmöglich, wenn heute der Bund sagt, er gibt mir mehr Geld, damit ich die Personalkosten abdecken kann, ist das eine Möglichkeit. Sie wissen, die Ticketpreise bleiben nicht bei den Unternehmen, das gehört dem Aufgabenträger. Das heißt, eine Erhöhung der Ticket durch uns ist nicht möglich. Das müssten die Verkehrsverbünde machen oder beim Klimaticket das Ministerium. Da haben wir keine Gestaltungsmöglichkeiten. Letzte Frage. Es wurde heute gestreikt. Jetzt ist Österreich traditionell ein Land, wo das sehr selten vorkommt. In einer Studie von 2009 bis 2020 sind es lediglich 2 Streiktage auf 1000 Arbeitnehmer in Österreich. Wir sind hinter der Schweiz die Nummer 2. Frankreich und andere Länder sind da weit voraus. Was bedeutet denn das auch sozialpartnerschaftlich in einem Land, wo man sich sehr oft darauf immer verständigt hat, dass Streiks nicht das letzte Mittel sind, sondern dass man sich wirklich auf dem Verhandlungstisch auch einigt? Ich würde das Kind jetzt nicht mit dem Bad ausschütten mit einem Streik, aber die Frage ist absolut berechtigt. Wann stößt die Sozialpartnerschaft an ihre Grenzen? Was passiert, wenn Sozialpartnerschaft, die ja
den sozialen Frieden, den Frieden auch im Unternehmen zu einem gewissen Teil garantiert, wenn das nicht mehr funktioniert. Und ich sage Ihnen, wir sind auf dem Weg dorthin.